Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Solo-Let's Plays von Die Tiere vom Ahorntal. Ja, das ist ein Spiel von Board Games Circus, was ich als Rezensionsexemplar bekommen habe und auf das ich mich auf jeden Fall gefreut habe. War ein Kickstarter, den ich schon ganz spannend fand, wo ich allerdings beim ersten Hinschauen dachte, naja, Kinderspiel, Familienspiel. Ist es aber nicht, es ist schon kniffliger. Kennerspiel würde ich schon sagen, oder gehobenes Familienspiel auf jeden Fall, wo wir dann doch ein bisschen überlegen müssen, wie wir unsere Figuren einsetzen und unsere Würfel nutzen. Wer nochmal ein paar einführende Worte zu den Regeln haben möchte, der schaut sich am besten den ersten Teil dieses Let's Plays an. Den verlinke ich hier auch in den Shownotes. Ja, und ansonsten einfach geht es jetzt mit Runde 5 von 8 weiter. Ich habe schon alles vorbereitet. Das heißt, ich habe oben die neuen Talkarten für den Wald und die Wiese aufgedeckt. Diesmal bekommen wir da vor allem Holz, Obst, also Äpfel, noch Geld mit dazu. Rechts ganz viel Getreide. Das ist nicht schlecht. Dann auch hier Getreide, Apfel und eine Wolle. Da braucht man allerdings auch wieder viele Würfel. Okay. Dann decken wir hier noch den Reisenden für diese Runde im Gasthaus auf. Das ist der Wolf. Da kann man Geld gegen Trostpflaster umtauschen, was jetzt einerseits okay wäre, aber vielleicht nicht ganz so spannend. Aber hier kann man Trostpflaster gegen Geschichten umtauschen, zweimal immerhin. Und ich habe ja drei Trostpflaster. Hier machen wir mal kurz einen Überblick über meine bisherigen Ressourcen, die ich habe. Ich habe hier Wolle, ich habe Holz, ich habe Trostpflaster, schon eine Geschichte. Und ich habe hier drei Karten auf der Hand. Was brauche ich denn dafür? Geld, Geschichten für das Bücherregal. Würde ich aber lieber die Öllampe machen. Da bekomme ich 7 dazu, wenn ich da immer einen Punkt mehr, als wenn ich die auf das Bücherregal legen würde. Das Sparschwein Geld. Okay. Brauchen wir denn noch irgendeine von den Verbesserungen hier links? Der Obsthain, ja, da muss man aber auch wieder einen eigenen Würfel hinlegen. Haben wir denn schon eine Kleidungskarte? Haben wir nicht, aber vielleicht holen wir uns jetzt die Kuscheldecke, ehe die weg ist. Dann könnte man nämlich im Nähbuch da im Endeffekt auch Geschichten drauflegen. Und das ist effizienter, weil dann bekomme ich ja 4 Punkte. Hier kann ich natürlich beliebig viele Geschichten drauflagern. Hier kann ich auf jede Kleidungskarte nur eine Geschichte drauflegen, aber die sind dann 4 wert statt hier 3. Also das ist schon im Endeffekt tendenziell bringt es mehr Punkte. Das Nebuch holen wäre ganz interessant. Ich will nämlich noch das hier freischalten auf dem eigenen Tableau, denn wenn man hier mal hinschaut, hier gibt es noch ein paar mehr Punkte. 4, 2, 4. Der oberste wieder nur ein, aber bis zum dritten Haus sollte man es eigentlich freischalten. Das wären jetzt noch 6 Punkte, die ich dadurch bekomme. Das ist schon nicht schlecht. Okay. Aber wir würfeln erstmal unseren eigenen Würfel. Und das sind 2 Fünfen. Brauche ich denn da oben was Gleiches? Hier ist mal alles gerade schon mal schlecht. 10 oder mehr. Dafür wird es reichen da oben. Auch rechts ist alle gerade. Also wenn wir wahrscheinlich uns, wenn dann hier die Ressourcen holen. Nee, alle gerade falsch. Hier, den will ich ja schon erreichen mit den 2 Fünfen von meiner Hand. Okay. Getreide brauche ich im Moment auch nicht unbedingt so. Auch hier bei den ausliegenden Karten ist nichts mit Getreide. Auf der Hand habe ich nichts mit Getreide. Okay. Eintopf, der ist natürlich tendenziell auch gut, sich den zu holen, weil das Brot haben wir schon. Also wird mir auch nochmal 2 Bonuspunkte bekommen, schon automatisch. Brauchen wir auch 4 Pilze und Pilze gibt es im Sommer nicht. Das heißt, müsste man auch tendenziell mal an den Markt gehen oder so. Spannend. Ja, wo setzen wir jetzt noch was ein? Stein ist im Moment auch nicht. Also wir wollen auf jeden Fall hier rein, um uns die Karte, die Kuscheldecke zu holen. Das Brettspiel, ja, das würde ich mir auch vielleicht nochmal bei Gelegenheit holen. Und dann gehen wir hier hin, weil wir das Nebuch holen wollen. Das passt ja zur Kuscheldecke. Auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt noch einen übrig. Hier brauche ich ein, da oben 2. Das heißt, ich habe noch 2 Würfel übrig. Dann könnte ich mir das eine Holz da holen. Beziehungsweise ich habe eigentlich nur noch einen übrig, weil ich werde wahrscheinlich wieder ins Kornfeld gehen. Das, ich will aber hier hin, genau, das wollte ja. Ich wollte ja diese Sachen umtauschen hier, die Trostpflaster in Geschichten. Das darf ich nicht entgehen lassen. Genau. Gut, dann würfeln wir die Dorfwürfel. Ich hoffe, hohe Würfel. Ah, ja.
Das ist hier unten ein Nähbuch. Das will ich sowieso haben. Das ist okay mit der 1. Hier kann ich beliebigen reinlegen. Mal schauen. Dann haben wir den und einen von meinen Familienwürfeln. Dann wird 10 oder mehr. Das passt. Dann würde ich hier wieder meinen Familienwürfel wahrscheinlich hier unten reinlegen. Wobei. Wenn ich ihn hier reinlege, muss ich noch einen dazulegen. Und dann kann ich nämlich, ich habe dann noch zwei, um den umzutauschen. Dann gehe ich diesmal nicht ins Kornfeld, sondern würde dann den ja, einfach hier reinlegen und den ungenutzt lassen. Weil ich dann die zwei Trostpflaster nutzen kann, um die in Bücher umzutauschen, Geschichten umzutauschen. Okay, ich glaube, es passt. Das sind dann 6. Da oben haben wir 10 oder mehr. Hier ist es beliebig, hier brauche ich genau für das Nähbuch, genau. Dann legen wir es hier zurück. Dann bekomme ich da ein Getreide, ein Apfel und eine Wolle. Das ist ganz nett für meinen Feengarten. Hier brauche ich ja am Ende Sets, wenn ich mir verschiedene jetzt hole hier. Der kommt zurück. Dann machen wir das hier. Dann holen wir jetzt die Kuscheldecke. Ah, noch ein Brettspiel. Auch hier könnt ihr gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was denn das für ein Brettspiel ist. Ich denke, das erkennt man auch durchaus. So. Dann würde ich mir einfach. Ja. Hier die 1 abgeben. Und jetzt würde ich mir das Nähbuch holen. Und für das Nähbuch brauche ich eine Geschichte, einen Apfel und eine Wolle. Ja, und die habe ich auch. Geschichte, Apfel und Wolle. Ich hätte natürlich auch erst, wenn ich die Geschichte jetzt noch nicht gehabt hätte, hätte ich auch erst jetzt hier reingehen können und mir hier Geschichten holen können. Aber ich hatte die auch schon. So, Apfel und Wolle weg. Und dann haben wir jetzt das Nähbuch. Ja, und das Nähbuch hatte ich ja schon erklärt. Da kann ich dann am Ende... Und die ganzen Sachen, wo man was drauflegen muss, das kann man ganz am Ende machen. Das muss man nicht im Spiel machen. Das kann man auch nur umschichten, wenn man später was Besseres bekommt. Aber hier kann ich halt auf Kleidung, wenn ich dann meine Kuscheldecke ausgespielt habe, kann ich dann schon mal eine Geschichte drauflegen und bekomme eben 4 Punkte statt 2 Punkte für die Geschichte. Okay. Dann nehmen wir wieder ein Haus runter. Ja, legen das aufs Nähbuch. Und dann haben wir nochmal 20 Punkte freigeschaltet. Okay, und dann sind wir hier. 6. Das heißt, mit der Aktion 6 werde 6. Ich kann bis zu 2 von diesen. Und dann habe ich 2. Die werfe ich ab und nehme dafür 2 Geschichten. Okay. Gut, dann sind wir wieder durch. Jetzt habe ich natürlich 4 Karten auf der Hand. Das heißt, ich müsste eine ausspielen. Und da ich kein Geld habe und alle außer das Bücherregal Geld kosten, die Frage, ob ich das Bücherregal haben möchte, ob ich es nicht einfach abspiele, aber das sind natürlich auch 6 Punkte, wobei, wie gesagt, eigentlich macht das Bücherregal nur 2 Punkte. Aber die sind ja alle so ein bisschen, ne? Also man macht nicht wahnsinnig viele Punkte, gerade die Sachen mit den hohen Punkten, bei die Kuscheldecke, man gibt hier 3 Punkte aus, bekommt 4 Punkte und eine Wolle und 4 Punkte ausgeben für 7 Punkte. Die 3 Punkte ausgeben für 4 Punkte. Hier muss man 4 Punkte ausgeben und 2 Holz für quasi 2 Punkte mehr. Dafür ja, kann man noch den Effekt. Aber was mal am Hammer. Ich würde einfach mal die zwei Geschichten und 2 Holz, die ich hier habe, ausgeben, um das Bücherregal zu spielen. Dann haben wir es schon mal. Immerhin. Und ich muss jetzt hier nichts abwerfen, dann habe ich noch 3 Handkarten. Okay. Gut. Dann sind wir schon wieder mit unseren Aktionen durch. Und dann wird im Endeffekt wieder hier oben das abgeworfen. Wieder die Sommerkarten im Tal auf der Wiese. Dann haben wir die zweiten Sommermonate sozusagen. Da gibt es Holz. Holz, Geld für 2 gleiche. Nochmal 2 gleiche für Wolle und Getreide und da eine Reihe aus 2 Würfeln für 2 Getreide. Ist jetzt nicht ganz so aufregend, aber man braucht nicht so viele Würfel. Da kann ich ja wieder mehr machen. Das wird um 1 gedreht. Der kommt raus.
Und hier unten gehen, achso, das rutscht natürlich auch runter hier. Und hier geht aber der Obstteil weg, den kann man dann leider nicht mehr bauen. Aber da hätte ich ja auch dann wieder einen eigenen Würfel gebraucht. So, dann sieht man schon, da fehlt es schon wieder. Das heißt, ich muss den Ablagestab hier mal wischen. Das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen schade. Man muss sehr viel raussortieren beim Solospiel, was diese angeht. Man muss, ich glaube, 5 Arten komplett raussortieren. Also 10 Karten, die sind immer zweimal. Also es gibt es immer als zweimal hier, die Verbesserung. Das heißt, 5 Verbesserungen muss man alle Karten raussortieren, also 10 Karten. Und von sonst muss man immer die zweite raussortieren, was ja auch Sinn macht. Man kann ja alles nur einmal bauen. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht nochmal ein Kornfeld errichten. Trotzdem sorgt das dafür, dass der Nachzugstapel relativ dünn ist und man muss mit dem Spiel auf jeden Fall nochmal wieder mischen und nachlegen. Und das Raussuchen der Verbesserung ist halt ein bisschen nervig. Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn es da irgendwie Symbole gegeben hätte rechts oben, dass man im Solospiel das irgendwie sehr leicht erkennen kann, dass man alle nur die Karten, die Verbesserung mit den Symbolen irgendwie rechts oben oder so drinnen lässt. Das hätte es ein bisschen einfacher gemacht. Aber es ist jetzt auch kein Drama. Okay, dann haben wir die hier nachgelegt, beziehungsweise. Gute Frage, habe ich den jetzt schon nachgelegt? Ich glaube nicht, oder? Der Schlitten lag eben da, genau. Und das Brettspiel habe ich nachgezogen, als ich mir dort die Kuscheldecke geholt habe. Genau, dann legt man da hier die Kerzen. Okay, die Kerzen bringen gar nichts, außer 5 Siegpunkte. Kein Bonuseffekt. Und sie haben aber hier dieses Wärmesymbol. Auch das bezieht sich halt auf manche Sachen. Okay, dann decken wir jetzt noch hier den neuen Gast auf. In Runde 6 müssten wir jetzt sein. Das ist der Leopardfrosch. Und da kann ich, egal mit welchem Würfel, kann ich Pilze gegen beliebige andere Ressourcen eintauschen. Was ein bisschen blöd ist, weil wir sind gerade im Sommer und da gibt es keine Pilze. Aber wir legen, und das ist ein Soforteffekt, wir legen 2 von diesen Trostpflastern drauf und die kann ich halt einsetzen in meinem Zug. Ja, also habe ich jetzt diesen Zug 2 Trostpflaster mehr. Was nicht schlecht ist, weil eben habe ich ja alle ausgegeben, um mir diese Geschichtsbücher zu holen. Okay, dann würfeln wir unsere Würfel. 2 und 4. Okay, was haben wir denn da oben? 2 und 4, die müssen gleich sein. Die 3 ist da schon mal nicht dabei, aber ich habe ja hier das. Aber das ist schon interessant hier, also einfach wegen Geld schon allein. Jetzt bräuchte ich am besten noch ein Buch, aber ein Buch komme ich jetzt im Moment gar nicht ran. Also das Buch kann man auch nicht am Markt ertauschen, das ist hier mal oft möglich. Da oben gibt es das hin und wieder mal, aber das sieht ja jetzt nicht aus. Das heißt, ich kann die Kuscheldecke im Moment nicht ausspielen. Aber ich könnte zum Beispiel die Öllampe ausspielen. Man hier sieht, die brauchten Geld, eine Wolle, die habe ich, und ein Stein. Dann würde ich vielleicht mit einem Arbeiter auf jeden Fall hier reingehen. Das Brettspiel würde ich mir auch noch gerne holen. Tja. Aber Pilze eintauschen macht fast keinen Sinn. Weil ich im Moment keine Pilze brauche. Aber den Eintopf wollte ich mir vielleicht auch nochmal holen. Ne? Aber einen von denen werde ich verlieren. Das Brettspiel oder den Eintopf. Aber den Eintopf wäre vielleicht was sinnvoller, weil am Ende gibt es ja nochmal Pilze in den 2 Herbstmonaten. Und das Brot habe ich ja schon. Das heißt, dieser Bonus ist auch dabei. Und große Spielzeuge sammle ich nicht. Ja, ich könnte ja auch noch das Brettspiel mir holen. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall hier, um mir den Eintopf zu holen. Eine Verbesserung werde ich irgendwann auch nochmal holen. Es gibt den Pilzwald hier, was natürlich auch nicht schlecht ist. Der bringt mir zwar in dieser Runde noch nichts, den darf ich mir jetzt nicht nutzen, weil ich den ja erstmal baue, diese Runde, dann kann ich ja keinen Würfel einsetzen. Wie viele Würfel habe ich denn? 1, 2, 3, 4 Würfel. Wenn ich hier mich ins Kornfeld einsetze, habe ich noch einen Würfel. Ich könnte da oben auf die 3 gehen, auf das Holz. Oder ich hole mir aber den Pilz, weil die 2 Holz habe ich schon, einen Stein bekomme ich da. Dann bin ich hier rein. So, dann würfeln wir die. Niedrige. Ja, ist nicht unbedingt schlecht. Die 2 Einsen, die kann ich schon mal hier hinlegen. Dann passt das. Die 4 kann ich hier reinlegen, passt auch. Das ist schon mal nicht schlecht. Die 2 kann ich hier reinlegen.
Dann würde ich die 4 von meinem Tableau hier reinlegen und die 2 von meinem Tableau ins Kornfeld legen. Dann habe ich das eigentlich alles optimal genutzt. Okay, dann brauche ich gar keinen, brauche ich die gar nicht hier. Gut. Okay, dann da oben, das passt. Ein Geld, machen wir das Geld da. Und ein Holz. Und hier zurück. Das passt. Zwei Steine. Hier nehme ich mir eine Karte, nehme ich mir den Eintopf in eine Auslage. Der zurück. Und hier kann ich bis zum 4. Ist ja auch nicht schlecht, war ich habe schon. Hier könnte ich auch mit dem Kochtopf Geschichten auf meinen Essenskarten. Und ich habe schon die Suppe und das Brot und den Eintopf werde ich auch mir gleich holen. Das heißt, da könnte ich auch schön Geschichten drauf lagern. Das wäre effizienter als auf dem Bücherregal. Aber die Frage ist, komme ich noch groß an Geschichten rein jetzt im Spiel? Die Schubkarre ist ganz witzig, habe ich gar nicht erklärt. Da bekommt man hier so einen Marker. Und wenn man dann in den Wald geht und ich glaube auch hier beim Fluss, genau, Tal oder Fluss steht auch da, genau, das sind, Fluss ist das, Tal ist halt das da oben, dann kann ich die mit dazulegen zu meiner Figur, dann würde ich eine Ressource, die es dort gibt, mehr bekommen, auch von den normalen Ressourcen, also hier würde ich zum Beispiel ein Holz mehr bekommen, das Geld würde ich mir nicht nehmen, hier könnte ich mir halt auswählen, ob ich eine Wolle oder ein Dings mehr bekomme, das ist natürlich gerade am Anfang nicht schlecht, ja. Aber ich glaube, ich hole mir den Pilzwald, ich habe ja auch keine für das Kochbuch im Moment den Dings. Das heißt, im Pilzwald, da muss ich 2 Holz und einen Stein. Stein habe ich ja gerade bekommen. Gebe ich ab. Dann hole ich mir den Pilzwald, lege den auch zu mir. Und kann jetzt, stelle auch einen von meinen Häusern drauf. Habe jetzt also hier schon auch freigeschaltet. Insgesamt 7 Punkte. Sollte man auf jeden Fall nutzen. Jetzt habe ich hier eben 2 Einsatzfelder, den Pilzwald und das Kornfeld. Und ja, hier kann ich eben beim Kornfeld bekomme ich hier noch 2 Korn. Okay, jetzt geht es langsam aufs Finale. Muss man schon mal ein bisschen gucken, wenn man so viele Sets braucht, etc., dass man sich das dann holt. Okay, die kommen wieder weg hier. Ausspielen will ich auf jeden Fall was. Und zwar würde ich dann die Öllampe ausspielen. Und da brauche ich dafür einen Stein, eine Wolle und ein Geld. Das habe ich. Geld, Wolle und Stein. Ja. Und Geld da. Na komm. Da und da. Oh, jetzt schon die 6. Karte ausgespielt. Das ist schon mal nicht schlecht. Rücken die hier nach. Die rücken auch nach. So, dann sind wir durch mit unseren Aktionen. Ich habe wieder nur 3 Karten auf der Hand. Das heißt, ich muss nichts abwerfen. Das heißt, hier oben, die kommen wieder weg. So, schauen wir uns gleich an. Der Frosch kommt weg. Können wir auch schon mal umdecken. Oh, da gibt es Geld. Und Geld kann man umtauschen. Ah, ja. Dann drehen wir das hier eins weiter. Und hier unten kommen die äußeren wieder weg. Noch eine Öllampe. Es gibt doch mehr als 2 Sachen dann teilweise, ne? Also, ein Öllampe habe ich ja schon. Macht da nicht viel Sinn, sich noch welche zu holen. Ich glaube, man darf auch jede Idee nur einmal bauen. Das war wieder eine Verbesserung. Ist auch nicht mehrmals. Okay. Gut, was macht denn jetzt hier da der Blauherr? Der kriege 2 Geld bei 1 und 2 und er kann Geld in Dings umtauschen. Okay, da ich kein Geld habe, würde aber zumindest Geld, da oben bekomme ich jetzt auch kein Geld, aber ich könnte zumindest mir Geld da holen. Und da oben könnte ich mir auch ein Buch holen. So, oh, ich habe noch gar nicht gewürfelt, kann das sein? Das muss ich natürlich machen. Vor ich einsetze. Eine 3 und eine 4. Eine 3 und eine 4. Das ist leider keine 5, die ich da oben einsetzen könnte. Und auch keine 1 und eine 2, die ich hier bei dem einsetzen könnte.
Und da brauche ich 5 oder weniger für das linke. Und da brauche ich 3 gleiche. Ich könnte die 3 da oben. Das ist alles nicht so optimal. Aber ich habe meine eigenen Einsatzfelder. Die 2 Familienwürfe, die kann ich auf jeden Fall beim Pilzwald und Kornfeld einsetzen. Die Frage ist, im Moment brauche ich gar kein großes. Ja, vielleicht. Ich zeige mal den Markt. Ich glaube, da gehe ich jetzt diesmal rein. Ich gehe auf jeden Fall auch nochmal hier rein, um mir die 2 Steine zu holen. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Pilze bräuchte ich. Äpfel bräuchte ich. Eieiei. 2 gleiche, wenn ich irgendwie hinkriegen, oder? Okay, wir gehen mal da rein. Und die Hoffnung, dass nochmal eine niedrige Zahl gewürfelt wird, eine 1 oder eine 2, um das Geld zu bekommen. Dann würde ich das Brettspiel hier. Ja, aber das kriege ich eh nicht und brauche das auch noch für was anderes hier, die Geschichten. Okay. Ich glaube so. Dann würfeln wir die. Okay. Ja. 2 gleiche ist insofern okay, das passt zu meinem. Ich habe auch eine 3 und eine 4 bei meinen eigenen Würfeln. Dann würde ich einfach sagen, machen wir das so. Dann hätten wir schon mal das. Achso, ich habe gar nicht das Monatsende. Okay. Ihr dürft jeweils auf einem Ort im Tal Dorfwürfel legen, um ihn zu besuchen, als hättet ihr ein Tier dorthin geschickt. Achso, ich könnte jetzt quasi was Passendes dahin legen. Okay, das ist das Ende dieser Reihe ein bisschen. Okay, dann würde ich vielleicht erstmal sagen, ich mache das hier. Dann kann ich nämlich die 2 hier hinlegen. Ihr dürft jeweils auf einen Ort im Tal Würfel legen. Dorfwürfel, ach nur Dorfwürfel, genau. Legen, um ihn zu besuchen, als hättet ihr ein Tier hingeschickt. Ne? Dann nehmen wir uns doch da die 2 Champignons und das Holz. Bei 5 oder weniger, das passt. Sind ja nur Dorfwürfel. Das passt auch, 2 gerade hier. Ja, jetzt haben wir natürlich noch 3 Orte und noch 2 Würfel. Und das kann ich nicht nutzen. Doch lieber dahin gehen. Ich glaube, ich gehe doch lieber dahin. Dann mache ich das so. 2 sind mehr wert, die 2 Geld. Dann kann ich mich 3 hier hinlegen, auch für die 2 Steine. Ja, dann würde ich das hier hinlegen, um in den Markt zu gehen. Und die 3 legt man bei uns hin. Die Frage ist, legt man sich auf das Kornfeld oder den Pilzwald? Korn habe ich eigentlich, gehen wir in den Pilzwald. Okay. Gut, ja, dann würden wir das abhandeln. Da haben wir 2 gleiche. Da kriegen wir 2 Obst und 2 Äpfel und 1 Holz. Hier kriegen wir 2 Steine. Dann machen wir das, da kriegt man 2 Geld. Dann machen wir noch so einen Pilzwald. Da kriege ich einfach 2 Pilz von den eigenen hier. Und hier im Markt kann ich jetzt handeln. Und zwar beliebig oft, das hängt dann auch nicht von der Augenzahl ab, weil hier einfach der grüne Pfeil ist, ohne das, was draufsteht. Hier steht Beispiel 2-mal, dürfte ich das maximal machen mit dem Geld in Bücher. Hier darf ich halt beliebig oft was umtauschen. Jetzt habe ich natürlich Geld, was ich umtauschen könnte. Ich würde auf jeden Fall Pilz mehr ertauschen. Vielleicht sogar mehr. Ich würde mal 2 gleiche abgeben. Das heißt, also hier kann ich 3 Aktionen machen. Ich dürfte Geld in beliebige Ressourcen umtauschen. Ich darf 2 gleiche Ressourcen in eine andere Ressource umtauschen. Und 3 beliebige Ressourcen in ein Geld. Aber ich mache mal 2 gleiche in eine andere Ressource, dann hole ich mir für 2 Korn, hole ich mir noch einen Pilz. Okay. Und dann würde ich noch ein Geld nehmen.
und das Geld auch in einen Pilz umtauschen. Okay. Dann habe ich das auch gemacht, die Marktaktion. Okay, dann sind wir schon damit wieder durch. Jetzt muss ich noch hier Karten ausspielen. Ich würde die 4 Pilze ausgeben, die ich hier auch habe. 4 Pilze. Und habe den Eintopf ausgespielt. Der passt dann auch zum Brot. Sehr gut. So. Ja, und dann die anderen kann man nicht ausspielen. Hier fehlt mir das Buch. Hier halt brauche ich 2 Geld und einen Stein. Was ich aber jedenfalls machen würde, um das am Ende nicht zu verpassen, ich würde schon mal ein Set bilden. Und zwar aus 6 verschiedenen Ressourcen. Und das ist ein Set aus 6 verschiedenen Ressourcen. Das lege ich einfach mal so hin. Das ist nämlich hier für meinen Feengarten. Für jedes Set aus diesen 8 Grundressourcen, ohne Bücher, ohne Geld, würde ich 8 Punkte bekommen. Das ist schon echt stark. Versuche ich natürlich nochmal ein Set zu bekommen. Ich habe jetzt schon mal 3 weitere hier. Das heißt, ich bräuchte hier nochmal einen Korn, einen Pilz und eine Wolle, um ein zweites Set zu machen. Ja, mal schauen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Gut, dann ist das auch wieder erledigt. Ich habe 2 Karten auf der Hand, das heißt, ich muss nichts abschmeißen. Nächste Runde. Die weg. Die weg. Und wir haben nur noch eine Runde. Oh, das ist schon die zweite Herbstrunde und damit die letzte Runde. Ich dachte, ich hätte noch 2 Runden. Okay, wir haben noch eine Runde. Das wird nochmal gedreht. Dann kommt nochmal der weg. Man kann auch hier durchzählen. Man muss hier auch 8 Gefährten auslegen. Genau. Wir haben 7 hier. Der 8. wird jetzt aufgedeckt. Das heißt, wir sind wirklich in der letzten Runde. Wir haben nichts falsch gemacht. Da haben wir den Maulwurf. Den mache ich noch schnell hier in die Karten, ich das vergesse. Ne, so natürlich. Speisekammer. Ja, die Speisekammer würde mir jetzt nichts bringen. Die Sets brauche ich eher für meinen Feengarten. Und hier, ich glaube, werde ich nicht nochmal eine Verbesserung mehr holen. Jetzt geht es eigentlich fast nur mal um sich Ressourcen zu holen. Für die Kombination dort und vielleicht auch noch Bücher. Oh, da oben gibt es Bücher. Aber wir gucken uns erstmal den Maulwurf an, den ganzen Monat lang. Ihr dürft Steine als Geld oder Geld als Steine verwenden. Okay, wenn ich jetzt noch eine Karte ausspielen würde, wäre das interessant. Aber das habe ich eigentlich gar nicht vor. Doch, die Kuscheldecke würde ich noch ausspielen. Da könnte ich Stein statt ein Geld einsetzen. Aber die Steine brauche ich eigentlich eher für das Set, also bringe ich mir jetzt nicht so viel. Aber okay. Dann werden wir mal unsere eigenen Würfel. Wir würden mal oben nochmal gucken. Also hier kriegen wir Pilze, Holz, Dings. Okay, hier kriegen wir 2 Geschichten. Das ist auf jeden Fall gut. Aber da müssen wir 3 ausgeben, die insgesamt 6 oder weniger sind. Eieiei. Und da oben wird man nochmal Korn und... Ja, wahrscheinlich muss ich... Also ich würde auf jeden Fall erstmal meinen normalen Würfel würfeln. Oh, 2 Einsen. Sehr gut. Perfekt. Okay, dann gehe ich auf jeden Fall hier rein. Da sind schon mal 3 Würfel weg. Hier könnte ich auch noch Steine umtauschen gegen Bücher. Aber so viele Steine habe ich halt auch nicht. Was brauche ich denn? Ich brauche Korn. Wolle. Ja, Wolle gibt es nicht, ne? Das ist auf jeden Fall auf dem Markt. Dann muss ich günstig mehr Ressourcen holen. Günstig gibt es das da. Ich hoffe, ich würfel auch was in der niedrigen. Und da eine 6. Auch eine 6 habe ich nicht. Und dann darauf zu hoffen, dass genau eine 6 kommt hier. Und mit 2 Ressourcen zu holen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Uiuiuiuiuiuiuiui. Schade, dass jetzt nichts dabei ist, wo ich was abwerfen kann. Wobei, ist ja auch nicht schlecht. Das war Stein. Ich könnte natürlich auch noch da oben... Ich könnte mir 4 Steine maximal holen. Bräuchte dafür auch 3 Würfel. Die Kuscheldecke will ich auch noch ausspielen. Da brauche ich auch noch mal eine Wolle. Ah ja, das wird aber eng. Okay. Okay. Die 1 hätte ich ja schon mehr, um Geld und einen Stein zu holen. Ist der Markt so clever? Ist der Markt so clever? Schade, dass ich keinen
kein Dings mehr habe, wobei ich glaube, die kann man auch in derselben Runde noch einsetzen. Das ist natürlich so eine Frage, diese Trostpflaster. Weil ich kann eh nicht alles nutzen. Ich will ja noch was in mein Pilzwald und Kornfeld einsetzen. Das heißt, wenn ich mich irgendwo reinsetze, was ich eh nicht nutzen kann, bekomme ich erstmal ein Trostpflaster und könnte damit dann an anderer Stelle wieder was bekommen. Ja, okay, machen wir es so. Machen wir es so. Ich brauche ich glaube nicht im Markt, weil das ist ja schon die Aktion. Dann würde ich sagen, dann gehe ich lieber woanders hin und hole mir noch mal was und hoffe halt, dass ich irgendwas bekomme. Komm, vielleicht gucken wir mal da rein. Okay, dann würfeln wir die. Ah. Okay. Sechs oder weniger. Dann würde ich die zwei reinlegen. Ohne eins von mir. Dann habe ich hier sechs. Dann habe ich das erfüllt. Okay. Kann ich mir nicht die zwei Steine holen? Muss ich hier rein? Nee, Mann, das geht ja auch nicht. Aber das ist so. So. Ja, die hohen Würfel. Dann kann ich auch nicht. Die hohen Würfel sind dumm. Jetzt habe ich weder den Markt, noch kann ich hier den Dorfbewohner nutzen im Moment. Ich muss kurz überlegen, wie wir das am besten machen. Ich würde auf jeden Fall die Kuscheldecke ausspielen. Aber eine Wolle. Ich kriege ja gar keine Wolle. Das heißt, ich kann kein zweites Set für die Feengarten bauen und auch nicht meine Kuscheldecke ausspielen. Und die Kuscheldecke wäre schon wichtig. Die wäre schon wichtig. Okay, dann verabschieden wir uns von dem zweiten Set für den Feengarten und gehen auf die Kuscheldecke. Da brauche ich einen. Das heißt, ich werde. Das da einsetzen. Dann kann ich das nämlich tauschen. Doch mal da auf die hohen gesetzt dann irgendwie. Mit der 5 und 6 kann ich jetzt gar nichts machen, ne? Boah, das ist ärgerlich. Aber es ist so. Und wenn es nicht auf die, in die Ewigkeit reinziehen, dann ist das jetzt eine nicht so gute letzte Runde. Da oben bekomme ich zwei Geschichten auf jeden Fall für das Ding. Hier bekomme ich zwei Trostpflaster. Die sind am Ende aber nichts wert. Moment, Moment. Hier bekomme ich drei Trostpflaster, genau. Mehr hätte ich auch nicht so nicht nutzen können. Das war jetzt ein sinnloser Besuch. Und hier kann ich halt mit der 2 tauschen. Und da würde ich einfach den Stein nehmen. Und einen Stein. Könnte ich zweimal machen jetzt. Da ist die Augenzahl halt wichtig. In eine etwas anderes umtauschen. Und ich brauche hier eine Wolle. Für meine Kuscheldecke. Okay, naja, war nicht so doll. Okay. Die Einsatzfelder bei mir habe ich auch nicht genutzt, weil ich die privaten Würfel, die Familienwürfel da oben genutzt habe. In Ordnung, da sind wir hier durch. Jetzt kann ich noch eine Karte ausspielen. Haben wir die Kuscheldecke. Dafür nehmen wir eine von denen. Ein Geld und eine Wolle. Und spielen das hier oben aus. So, und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Das Sparschwein kann ich abwerfen, das spiele ich eh nicht. Und jetzt würde ich sagen, die legen wir auf jeden Fall zum Feengarten. Das eine legt man ja auf die Kuscheldecke nicht, sondern die legt man hier auf das Nähbuch. Beziehungsweise ich kann mit dem Nähbuch das auf Kleidung lagern und damit ist es ja die Kuscheldecke. Das heißt, da kann ich einen drauflegen. Und habe ich es da oben bei der Kuscheldecke 1 draufgelegt. Das ist dann 4 Punkte wert. Und mehr ist gar nicht. Mehr kann ich nicht verteilen. Ich hätte jetzt noch zwei Ressourcen. Die passen aber nirgendwo drauf. Ja, da sind wir schon bei der Endwertung. Und dann nehmen wir uns mal, hier merken wir uns mal, beziehungsweise schieben wir mal runter. Setzen das hier auch.
So, ich sehe das gar nicht hier. Mein eigenes Tableau, das kann man umdrehen und dann hat man hier Punkte. Und das wird hier abgedeckt, wird das hatte ich ja nicht freigeschaltet. Und dann stellen wir das hier einfach mal drauf als Wertung. Und dann legen wir mal durch. Dann fangen wir an mit den Ideenkarten. Und die Ideenkarten sind halt die, die ich hier oben ausgespielt habe. Und dann zähle ich erstmal die, was sie an sich wert sind. Das sind 12, 16, 22, 26, 31, 35, 39, wenn ich mich nicht vertehrt habe. Ansonsten werde ich es hier einblenden. Und dann bei den Ideenkarten noch die Boni. Hier bekomme ich plus 2, wenn ich Vorteile wäre, sind 2. Das ist 4 wert durch meine Nebuch. Das sind dann 6 Boni. Die Suppe habe ich auch, das sind dann 8. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich hier drüben auch nicht, aber das habe ich. Ich habe so ein Set. Einmal. Die kommen dann auch weg. Was habe ich jetzt gesagt? Oh Gott. 2, 6, 7, 8. Plus 18, 16 nochmal dazu. 16 sind 45, sind 55. So, und dann stellen wir hier unten einen drauf, dass wir schon die 50 überschritten haben. So, bei 55. Das waren nur die Ideenkarten. Dann die Verbesserung. Die Verbesserungen sind ja das hier. Da würde man wahrscheinlich diesen Bonus jetzt auch zählen, aber den habe ich jetzt oben schon gezählt. Dann haben wir hier 3 plus 2 sind 7. Das sind 12 dann. 5 plus 7 sind 12. Sind wir jetzt bei 62. Dann gibt es die Hausfälle leeren. Da habe ich nochmal 7. Das sind 19, also 69. Und dann gibt es für ungenutzte Ressourcen und da hätte ich nur noch die 2 und das bringt nichts, denn man würde für 3 beliebige Waren würde man einen Siegpunkt bekommen, einen pro Münze und 2 pro Geschichte. Also ich habe jetzt hier mit 69 Punkten, was jetzt nicht so doll ist, ich hatte auch schon deutlich über 80 geschafft, 69 Punkte in dieser Partie, die Tiere vom Ahorntal. Ja, und dann gibt es hier einen ganz witzigen Mechanismus und eine ganz witzige Sache, man kann nämlich beim Solo-Spiel in den Regeln hier mal gucken, kann man auch beim Mehrspielerspiel haben wir auch gemacht, kann man nämlich 4 Fragen beantworten, die sich auf 4 von diesen Einzelwertungen beziehen und dann kriegt man auch einen Namen am Ende. Und zwar, von welcher Ideenart hast du die meisten ausgelegt? Und das sind hier 3-mal Essen, das heißt, Essen, ich bin der Satteste oder Sattester. Okay, schauen wir mal, wie viele Ideen? 8, das heißt, verwöhnt, ich bin der Satteste, Verwöhnte. Wie viele Verbesserungen hast du gebaut? 3. Dann sind wir fleißige Biene. Wir sind die satteste, verwöhnte, fleißige Biene. Und wir haben 69 Punkte, das heißt, des Ahornteils. Das heißt, wir sind die satteste, verwöhnteste, fleißige Biene des Ahornteils. Sehr schön. Das ist zumindest ganz witzig. Ja, das war meine Partie von Die Tiere vom Ahorntal. Ich muss sagen, mir gefällt das. Also es ist wirklich dieses... Man hat auch wirklich so eine Progression im Spiel, das ist, finde ich, ganz witzig. Das heißt, man baut sich natürlich so Boni auf und das macht natürlich bei denen oft Sinn, bei diesen Verbesserungen, die sich an so zeitig zu holen, um die auch dann mehrmals nutzen zu können. Ich brauche in der letzten Runde mir die Schubkarre, kann ich mir natürlich holen, aber dann kann ich die nie wieder nutzen, weil ich kann die ja dann erst im nächsten Zug könnte ich hier die Schubkarre dazulegen, um mehr Ressourcen, um eine Ressource mehr zu bekommen. Das macht dann wenig Sinn im Spiel. Das heißt, hier muss man natürlich auch ein bisschen gucken, was kommt am Anfang raus. Bei mehr Spielern und mehr Spielerinnen ist es natürlich so, dass hier wahrscheinlich schneller was weg ist am Anfang. Das heißt, auch der Durchlauf größer ist. Aber da muss man schon gucken, was man macht bei diesen Ideen. Ja, auch da macht es manchmal Sinn, blind zu ziehen. Aber natürlich tendenziell auch eher genau das zu ziehen, was hier liegt, was man gebrauchen kann. Ja, ich finde diese Besucher cool, dass sich da halt auch jede Runde was ändert. Nicht nur in den Aktionen, sondern eben auch durch die Effekte. Ne? Ich finde natürlich da, dass sich da oben das jede Runde ändert, ziemlich cool. Das ist auch natürlich immer, du hast, also man hat 3 Frühlingskarten, Biese, 3 Frühlingskarten, Wald. Es gibt jetzt nicht mehr Karten für den Frühling, sondern man hat eben 3. Die kommen halt in unterschiedliche Reihenfolge raus. Das heißt auch in der Kombination natürlich dann unterschiedlich, sodass man dann auch nicht immer das Gleiche hat. Manchmal braucht man halt ganz viele Würfel bei allen Einsatzfeldern, manchmal wenig, manchmal bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Das ist unterschiedlich. Das ist jetzt nicht spektakulär, aber hier dreht sich halt auch bei. Man muss halt immer ein bisschen glückslastig. Das Beste mit der Münze und dem Stein, da braucht man immer genau eine Zahl, die gerade da steht.
Hier hat man schon zwei zur Auswahl und hier gibt es nur einen Stein, aber da hat man immerhin drei zur Auswahl. Das ist ein ganz witziger Mechanismus. Der Markt kann schon mal sinnvoll sein, aber so oft nutze ich den eigentlich gar nicht. Nur wenn man was ganz Bestimmtes noch braucht. Und ja, diese Karten eben, die genauer zu nehmen, hatte ich ja eben schon. Das macht auch auf jeden Fall Sinn. Ja, und dann der Einsatzmechanismus an sich finde ich spannend auf jeden Fall. Dieses Einsetzen, nachdem man weiß, was sie an sich auf einen Familienwürfel gewürfelt wurden, die einzusetzen, bevor man aber die gewürfelt hat, die Dorfwürfel, ist schon echt auch eine spannende Sache. Dann sind diese Trostpflaster schon auf jeden Fall sinnvoll. Ja, und ansonsten am Ende, wie gesagt, noch versuchen, hier Sets zusammenzukriegen, die bringen auch viele Punkte. Aber eben auch sich Karten zu holen, die eben, ja, die sich verbinden. Also wie jetzt zum Beispiel, das Brot braucht die Suppe und der Eintopf braucht das Brot. Also die drei Kombinationen ist natürlich schon gut, um vier zusätzliche Punkte zu bekommen. Das macht auf jeden Fall Sinn, dann auch wenn die natürlich ausliegen, entsprechend die sich zu holen. Aber ja, auch hier manche, da habe ich halt irgendwie, die habe ich dann den Bonuseffekt nicht genutzt. Ja, also auf jeden Fall ein spannendes Spiel, mir gefällt es und ist was, was man auf jeden Fall im, wir haben es auch schon, ich habe es in einer Spielrunde gespielt, ich habe Solo gespielt und ich habe es auch schon in der Familie gespielt, das eigentlich bei allen so gut funktioniert, weil es eben dieses gehobene Familien- und untere Kennerspielniveau vielleicht ist. Also schon anspruchsvoll, aber auch nicht so schwierig zum Reinkommen und eben auch wirklich schön gestaltet. Das darf man ja nicht unterschätzen, gerade wenn man jetzt mit wenig Spielern eher spielt, die dann doch vielleicht sich ein bisschen angesprochen fühlen. Im Endeffekt durch die Gestaltung, dass das dann schon nochmal ein bisschen ja, eher dazu führt, dass man sagt, komm, das spielen wir jetzt. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, auch so diese einzelnen Charaktere. Sieht man hier nochmal, die sind halt schön bedruckt, die Hasen, weiß gar nicht, was es noch waren, Waschbären, oh, Füchse, die rausfallen, Eichhörnchen. Also das ist schon wirklich schön gemacht und ich finde das eben, das sind so kleine Dinge. Klar, ändern die am Spiel nichts, an der Mechanik nichts. Wenn das Spiel doof wäre, würde das jetzt auch nichts bringen. Aber so ist es natürlich nochmal so ein kleines Sahnehäubchen, dass es eben so hübsch aussieht. Ja, das war mein Solo-Let's Play von Die Tiere vom Ahorntal. Hinterlasst gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!